Gutes Essen macht glücklich, besonders dann, wenn man es selbst zubereitet hat. Weil das aber nicht immer so leicht ist, gibt es ab jetzt ein neues Kochbuch in einfacher Sprache. Wo wir alles so, sehen, was wir zum Tun haben. Ja, aber interessant. Ja, ich koche so ab und zu eh so gerne. Ja. Da sind auch viele neue Lieblingsrezepte dabei. Mit dem Sonnenbrot, mit Bohnen, Muffins und Rübenaufstriche gut gemacht. Die Muffins sind die besten Muffins auf der Welt. Das Spaghetti war lecker und der Aufstrich, was wir gemacht haben. Einen roten Rübenaufstrich. Also, wie funktioniert's? Ken, Topfen und Joghurt und Salz und Pfeffer. Das Verrühren, das Ganze. Hinter dem Kochbuch in einfacher Sprache stecken Menschen wie Florian, Hanna, Jacqueline und Theresa von der FH Ioneum. Also wir waren Menschen aus dem Institut Diätologie. Wir haben mit dem Institut Soziale Arbeit gemeinsam gearbeitet. Die haben uns die leichte Sprache berücksichtigt. Es war dann noch eine Studierendengruppe aus dem Studiengang Informationsdesign dabei und die haben uns das Design, das Layout und die Gestaltung und die Fotos vom gesamten Kochbuch gemacht. Und die Studierenden haben sich ein tolles Team aufgebaut. Die Rezepte vom Kochbuch, die stammen ja von uns, die haben wir bei der Fach- und Koordinationsstelle entwickelt. Die Rezepte macht aus, dass die alle besonders gemüsereich sind, die stammen nämlich aus der Kampagne Sei einmal gemüsig. Und mit einer Kochgruppe, wo unsere Teilnehmerinnen mitarbeiten und als quasi als Referenzgruppe fungieren, waren wir da dabei und wir dürften alle ganz viel voneinander lernen. Weil Essen zum guten Leben gehört, zu einer Lebensqualität, weil es dazu gehört, weil selber kochen können, die Selbstständigkeit im Leben fördert. Heute koche ich ist bei allen Partnern und auch online erhältlich. Kostenlos, damit alle es genießen können, sprichwörtlich.